Hallöchen Leute, der Griver hin. Willkommen zur nächsten Folge von Starcom Nexus. Und wir spielen mal weiter. Und fliegen mal zu den neuen Systemen, die wir hier gefunden haben, mehr oder weniger. Kann ich auch hier hin? Ne, hier kann ich nicht hin. Ich kann jetzt nur bis zu dem hier vorne wieder springen. Okay. So, ich will einmal kurz zurück. Piu. Weil hier gab es, glaube ich, noch einen anderen Sprungpunkt, oder? Habe ich gesehen, gibt es hier noch einen anderen Planeten. So, da wollen wir auf jeden Fall hin. Wo es eigentlich ein Sprungpunkt sein muss. Interesting. Okay, aber den haben wir übersehen. Entdeckung metallischer Wasserstoff. Scans deuten darauf hin, dass dieser Gasriese einen Kern aus metallischem Wasserstoff hat. 85. Shit. Okay, das war's jetzt aber dann doch für das System hier. Ja. Zumindest so weit, wie meine Sensoren hier kommen. Dann können wir doch weiterfliegen. Dann fliegen wir hier erstmal wieder zurück und dann zu dem nächsten Sprungpunkt hier. Oh, hier haben wir wieder Gegner. Zwei sogar. Ein, zwei, ein. So. Oh, der hat Raketen. Die können wir aber auch zerstören. Euch die Energie an, ey. Die geht jetzt doch ganz schön runter. Wir haben einen weiteren Teil eines Raketenwerfers gefunden. Ja, man muss auch erstmal manche Komponenten finden, damit man die dann auch wirklich erforschen kann. Aber wir haben hier gesehen, unsere Energie geht rapide runter, ey. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. So, dann fliegen wir mal ins nächste System. Während die Katze sich jetzt hier wieder schön bei meiner Maus hinsetzt. Geil. Ach, Katze. So. Dann gucken wir mal an, was wir hier so finden. Nix. Ja, wir könnten auch... Irgendwas fliegt hier, glaube ich, rum. So. Das ist ein Raumschiff. Muss nicht ein Gegner sein. Es gibt auch gute Rassen hier. Gucken mal. So, wie können die dann anpingen? Ah, hier. Im Namen der Republik Saurien wünschen wir Ihnen Grüße. Wer bist du und was sind deine Absichten? Wir sind menschliche Vertreter von Starcom. Kommen in Frieden. Wir kennen das Starcom-Kollektiv nicht, akzeptiert aber ihre Friedensabsichten. Wie kommt es, dass wir ihrer Art noch nie begegnet sind? Wir wurden durch einen Riss im Weltall in diese Region transportiert. Interessant, wir haben hier Warpnexen, mit denen sie große Entfernungen zurücklegen können, aber was sie beschreiben, ist uns unbekannt. Wir würden weiter mit ihnen sprechen, aber wir sind auf einer Such- und Rettungsmission für eines unserer Vermessungsschiffe, das sich nicht gemeldet hat. So, viel Glück bei der Suche. Können wir denen sogar helfen? Ich glaube nämlich, die sind hier auf irgendeinem Planeten. Fliegen wir doch einfach mal hier hin. Tju. Könnte, glaube ich, theoretisch auch böse sein und wir könnten jetzt auch einfach angreifen. Aber wir wollen hier noch ein bisschen raushauen. Die aus dem Orbit entdeckte Anomalie stellt sich als sehr schwaches Notsignal einer Gruppe von Reptilienforschern heraus, die in einer Spalte gefangen sind. Die identifizieren sich als Saurit-Wissenschaftler, deren Vermessungsschiff bei einem Überraschungsangriff beschädigt wurde. Versprechen sie ihre Position an ihre Flotte... Bieten sie an, sie an Bord zu nehmen,
und bring sie zu den Leuten. Das machen wir. Nehmen ihr Angebot mit Begeisterung an, froh, dass sie keine weitere Nacht damit verbringen, ihre nachgewordenen Hinterfremden. Das heißt, wir versuchen jetzt hier zu dem Schiff wieder zu fliegen. Und die haben die wahrscheinlich nicht gefunden. Wir haben ihre fehlenden Vermessungsteam gerettet und werden sie sofort auf ihren Schiff übertragen. 50 Gold bekommen. Der Planet, auf dem die das fehlende Team gefunden haben, ist einer, an dem wir bereits vorbeigegangen sind. Ihre Erkennungsfunktion muss fortschrittlicher sein als unsere eigene. Wir haben eine Frage zu dieser Region. Ne, zu den Rassen, glaube ich. Sehen Sie was über sich? Saurinen beherrschen vor Jahrtausenden interstellare Reisen, aber wir haben die Geschichte der Republik erst vor 500 Jahren offiziell festgehalten. Friedliche Streben nach Wissenschaft. Okay. Die Shitik sind eine sehr schwierige Rasse. Wie die Insekten, von denen sie abstammen, versuchen sie sich auszudehnen, zu schwärmen und zu konsumieren. Ihre Schiffe sind nicht stark wie unsere, aber sie machen die Zahl. Okay. Sie sind in dieser Region in letzter Zeit aggressiver geworden. Wir glauben, dass sie in der Nähe eine Vorwärtsbasis aufgebaut haben. Die meisten sauridischen Kapitäne meinen, wir sollten die Basis jetzt besiegen, bevor die Cheetah ihre Position stärken. Aber unsere zivile Regierung hat es nicht genehmigt. Wir werden sehen, was wir tun können. Bitte haben Sie Verständnis. Ich bitte Sie nicht, wenn sie diese Basis nicht gäbe, wären die Dinge für uns viel einfacher. Okay. Was kannst du zu uns über diese Gateway-Dinger erzählen? Nexus Gateway. Im Gegensatz zu den Nexus-Wurmlöchern, die einige Systeme miteinander verbinden, können sie so gesteuert werden, dass ein Schiff zu jedem anderen bekannten Gateway transportiert wird. Angeblich von Progent erschaffen. Wer ist denn Progent? Auf Wüstenwelten kann es zu massiven verfallenen Schiffen oder seltsamen Artefakten kommen. Schreiben diese den Progrent zu, obwohl wir in Wirklichkeit wenig über sie wissen. Wir wissen nicht einmal, ob es sich um eine oder mehrere Rassen handelt. Sie sind noch nie begegnet. Einige Historiker glauben, dass sie in einem großen Krieg ausgelöscht wurden, lange bevor wir zu den Sternen gingen. Das ist nicht mein Fachgebiet, aber wenn sie in einem Krieg ausgelöscht wurden, was wurde aus ihren Besiegern? Können wir handeln? Achso, die müssen das erst anfragen. Okay, dann haben wir das auch. Dann gehen wir mal hier zu den Fragezeichen. Während die Katze immer noch auf der Maus sitzt. Okay. Ne. So, hier ist jetzt der nächste Nexus. Piu. Hier ist noch irgendwas versteckt. Piu. So. Was ist das? Ein Giftplanet? Das ist G1. Okay. Nix. Hier oben ist am nächsten. Und hier ist irgendein Schiff. Oh, lol. Okay, das war ein bisschen schnell. Ich konnte es auch nicht anklicken. Ist ja auch so ein Wüstenplanet, oder? Vielleicht haben wir da wieder ein Artefakt oder so. Das ist gut. Ich glaube, die sind am wertvollsten, denn, ne? Das Umfrageteam, das Aufklärungsteam, kann die Anomalie, die im Orbit entdeckt wurde, leicht lokalisieren. Mehrere Brocken von benarbten Ablagerungen. Alle Markierungen, die während des Atmosphärenabs abgedrängt wurden, zeigen jedoch, dass die metallurgische Analyse, alles was auch immer es war, von einem Starcom-Fabrikator gemacht wurde. Mhm. Hier haben wir auch die Basis, die soll hier bei den Koordinaten sein. Das heißt, wenn wir jetzt hier raufklicken, können wir hier sehen, hier sind die Koordinaten, wo wir hin sollen. Noch ein ganz schönes Stück nach vorne. So, hier haben wir wieder so ein Nexus-Ding. Wollen wir aber erstmal nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Hm.
Ich würde sagen, wir erforschen hier erstmal alles und dann. Oh Gott, 1000 gegnerische Schiffe. Ich schalte mal auf normalen Antrieb. Oh fuck, das sind echt viele. Ich weiß nicht, welche hier am nächsten sind. Oh Gott, 5, 6 Schiffe. Jetzt mit unserer Energie ein bisschen aufpassen. Denn ihre Waffen haben irgendwie mehr Reichweite als unsere. Zack. So, hier kommen schon die nächsten. Piu, 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 piu. Nice. So, leider nichts zu holen. Irgendwie sehe ich jetzt gar keine mehr. Doch, jetzt da oben ist wieder eins. Wir fliegen aber erstmal nach hier unten. Mal ein bisschen Stoff geben hier. Wie gesagt, hätten wir bessere Sensoren, könnten wir weiter gucken, wo hier Gegner sind. Vielleicht ist das auch ein Cargo-Ship. Oh, das kriegen wir hin. Oh lol. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wo das hier kaputt gegangen ist. Da können wir doch bestimmt noch irgendwas einsammeln. Ja. So, wir fliegen jetzt mal nach hier unten. Da ist noch ein Planet und auch ein feindliches Schiff, was irgendwie ziemlich schnell ist. Ein Scout. Mhm. So, da müsste mich eigentlich jetzt gefunden haben. Ja. Piu, 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 piu. So, gehen wir mal zu den Planeten hier. Auch gleich was entdeckt. Auf einem hohen Berg auf diesen unbewohnten Eiskugel ist eine Struktur in Eis und Schnee begraben. Bei einer vorsichtigen Abtauchung mit den Triebwerken des Landers kann das Team eintreten. Die Struktur war ein automatisiertes Observatorium. Wurde ja seit Jahrhunderten aufgegeben. Mehrere Aufzeichnungen zu urteilen, war es ein Teil eines Projekts zur Untersuchung der chemischen Zusammensetzung seltener Kometen. Die Ausdruckung, ein gedrucktes Dokument enthält einen interessanten Hinweis. Sonnenstrahlenruderfehler bestätigt, wahrscheinlich nicht behebbar. Mhm. Wir können immer hier gucken. Verlorene Sonde. Letzter bekannter Ort wurde auf der Karte markiert. Hier oben oder was? Oh lol. Okay, also wir sehen schon. Da haben wir jetzt noch einen Planet und hier oben ist auch noch einer. Und dann könnten wir sogar hier weiterfliegen. Manchmal werden die Punkte auch nicht mit denen hier verbunden. Das heißt, wir müssen manuell hinfliegen. Und wenn man halt noch hier ganz am Anfang ist, ohne einen großen Schubbonus oder irgendwas, dann dauert es natürlich Jahrzehnte. Aber vielleicht sind da Sachen, die sehr wertvoll sind oder viele Punkte, Forschungspunkte geben. Aber erstmal fliegen wir jetzt hier hin. Noch ein Wüstenplanet, ist immer gut. Ne, Klasse R. Ja, wieder was entdeckt. Annäherung deuten Wärmefahren auf seismische Messung drauf hin. Bewegungseinrichtung. Gibt keine Lebenszeichen. Dass eine automatisierte Minenanlage ist, die von nur Drohnen mit Niveau betrieben wird. Das Team Tiefbohrmaschinen bringen Yttrium-Erz an die Oberfläche, die die Drohnen sammeln und verarbeiten. Eine Schietig-Einrichtung. Drohnen leisten keinen Widerstand gegen die Demontage und das Team ist in der Lage, eine nicht unerhebliche Menge an Titanen. Okay, da werden die aber bestimmt nicht sehr froh drüber sein. Hm, ich glaube, ich bin hier noch nicht durch, ne? Ne. Also wir gehen ruhig mal hier noch durch. Wie so ein schwarzes Loch hier. Piu.
gucken, ob hier auch wieder Gegner sind. Bis jetzt noch nichts zu sehen. Okay. Klasse D-Planet. Piu. Oh, oh, oh. Grüße, mein Starcom-Botschafter. Ich entschuldige mich, wenn meine Haltung abgelenkt scheint. Ich habe den ganzen Tag Berichte über Angriffe der Schiitik eingereicht. Noch fehlt unsere Regierung der Mut zu handeln. Ich denke, ich habe erwähnt, dass die Basis in der Nähe von Bla. Wieder nicht, dass sie sich in diesen einbeziehen sollen. Ich dachte nur, sie möchten vielleicht wissen, wie sie es vermeiden können. Ist der gleiche Typ scheinbar wieder, ne? Na, wir machen uns auf den Weg. Nicht, ob wir auch mit dem zusammenkämpfen können. So, Anomalie erkannt. Ich mache aber erstmal das Raumschiff hier kaputt. Oh. Piu, 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 piu. Nice. Raketenhersteller, das ist das letzte Teil. Okay, jetzt können wir quasi auch Raketen forschen. Wir müssen es erst forschen und dann können wir es. Halt! Ja, jetzt sind wir hier eh schon da, dann können wir noch schnell das hier machen. Achso. Wir müssen doch erst die Feinde wegmachen. Okay. Volle Pulle. Von oben kommt auch noch einer. Außenposten. Schon wieder so ein Ding hier. Okay, der war relativ easy zu nehmen. So, das können wir schicken hier. Dieser dünnfelsigen Welt konnten die Scanner kein inniges Leben erkennen, aber ein Hochplateau voller Tunnel. Sind schwache Metallklappergeräusche zu hören. Die Bewegungsausrüstung im Eingangsbereich scheint von Chitik zu sein. Wenn sich das Team durch den Tunnel bewegt, werden sie sich zunehmend Bewegung bewusst. Sie halten sich an den leisen kleinen Tunneln fest und können eine geringe Menge Titanen unentdeckt ergreifen. Aber wir verlieren vielleicht gleich ganz viele Crewmitglieder, aber. Verarbeitungskammer, eine große Menge an verarbeiteten Titanen. Okay. Team findet am Ende eines Tunnels einen Karre aus Titanerz. Während sich erst sammelt, überrascht sie eine Gruppe von Chitik-Arbeitern. Aber wir haben extrem viel einsammeln können. Holy shit. Damit können wir auf jeden Fall sehr viele Module bauen. So, jetzt gehen wir aber erstmal gucken. Helfen die uns hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, die haben schon Ding angegriffen und wir haben jetzt einfach nur den Rest gegeben. Nice. Leider nichts gefunden. Aber hier wird uns jetzt noch angezeigt, dass hier noch was zu holen ist. Juhu. Wir senden hier unser Team aus. Ein Hochplateau in dieser Wüste findet das Team die Ruinen eines alten Tempels. Mehrere Liefschnitzereien sind einem Bruchstein erzählen eine teilweise Geschichte von denen, die früher hier verharrt haben. Die dienten Göttern, die im Krieg der Morgensonne aus dem Himmel geworfen wurden. Gibt eine spannende Beschreibung. Das heißt, wir haben hier Tempel der gefallenen Götter. Mal ganz kurz gucken. Weiß ich aber nicht wo. So, hier ist ein Sprungpunkt und hier ist irgendein Planet noch. Ups. Der Planet ist aber ziemlich weit weg, aber was soll's. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück zu diesem Nexus-Ding und fliegen wieder zu unserer Base, um uns ein bisschen zu upgraden. Weil es
Kann sein, dass wir bald nicht mehr stark genug sind für die Gegner, die dann kommen. Autofrost. Achso, ja, man kann den aktivieren. Weiterung sieht. Die Warp-Gravimen ging plötzlich von der Skala ab. Aha. Ich ganz kurz gucken, was das hier ist. Oh, hier ist irgendein Schiff. Primitives Wessel. Dieses unbemannte Schiff scheint ein früher Versuch einer interstellaren Reise zu sein. Es verwendet einen primitiven, aber völlig originellen Warpfeldgenerator. Nach dem besten Wissen der Ingenieure war es wahrscheinlich beabsichtigt, zu einem bestimmten Ort zu fliegen, sich umzudrehen und zu seinem Startpunkt zurückzukehren. Leider brach das Warpfeld zusammen und beschädigte das Fahrzeug vorzeitig. Das Verschlüsselungssystem funktioniert besser als das Warp-Laufwerk. Wir können den Telemetriedraht nicht entschlüsseln. Wenn wir jemals herausfinden, wo von wem es gestartet wurde, könnten wir die Daten an sie zurücksenden. Okay, jetzt haben wir wieder noch so einen Punkt hier. Also man sammelt hier wirklich immer auch bestimmte Logs, mit denen man dann irgendwas schaffen kann. Oder irgendwelche Quests kann man quasi sagen. So, gucken wir, was hier noch ist. Was ist das hier? Das ist super schnell, ey, das Ding. Ich weiß nicht, ob man es abschießen muss oder. Weil man kann es nicht rufen. Katzi schläft auf meiner Hand, alles klar. War das auch erledigt? Ist ein bisschen schade, dass die Planeten fast so aussehen wie diese Warpfelder hier. Kommt man nochmal so ein bisschen durcheinander. So, dann fliegen wir jetzt hier erstmal durch. Gehen hier zu diesem Nexus zurück, oder? Oh. Da war ein Gegner. Wollen wir doch noch kriegen. So, wenn man halt die Brücke trifft, dann macht es natürlich am meisten Schaden. Oh shit, hier kommen noch mehr. Das meine ich, man darf sich hier eigentlich nicht umzingeln lassen. Haben wir auch ein bisschen auf den Sack bekommen, es geht aber noch. Dass die Musik noch nicht aufhört. So, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es fehlt auch ein bisschen Crewmitglieder. Das heißt, wir werden jetzt mal zu dem Ding hier oben fliegen. Man kann sich sogar Notizen machen. Okay. Man kann jetzt hier quasi, glaube ich, so ein Datending hinmachen, wenn man glaubt, hier irgendwas zu wissen, dass da irgendwas ist. So, dann werden wir mal schneller fliegen. Und dann fliegen wir jetzt quasi in die Richtung hier. Hier ist auch sogar ein Planet. Nur gucken hier, unsere Energie wird halt immer weniger. Da müssen wir irgendwann nochmal einen kleinen Stopp einlegen. Also könnte man theoretisch einfach hier auch ins Leere fliegen und vielleicht findet man irgendwas. Einer meiner Aufgaben ist es, die Aufrechterhaltung der Missionsprotokolle des Schiffs. Ja, alles klar. Ach du Scheiße. Da sind ziemlich viele Gegner. Wir versuchen mal kurz ein bisschen Energie. Kann auch nicht sehen, doch hier ein Scout.
Könnte jetzt kritisch werden, mal gucken. Oh, ein Destroyer. Am besten immer einzeln. Sehr gut. Ah, da kommt so ein großer. Bam, 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 bam. Wir versuchen die Brücke klein zu kriegen. So, hier haben wir Sachen zum Einsammeln und dann können wir den hier machen. Der Typ hat keine Waffen. Ein bisschen Titanium. Okay. Hm? Katzi? Vielleicht sitze ich hier auf deinem Platz, ne? Ja, raufsetzen, ne? So, dann gucken wir mal. Klasse L, Planetoid. Keine Anomalie, okay. Hier ist ein Planet, hier ist sogar ein Warpfeld, okay. Dann fliegen wir erstmal hier hin. Klasse D. Sehr schön. Die aus der Umlaufbahn erkannte Anomalie scheint irgendwo mit einer gewundenen Wüstenschlucht zu sein. Die Wände der Schlucht sind zu nah und unregelmäßig, um den Lander zu steuern. Seltsame Geräusche scheinen von überall zu kommen. Hinter einer Steinrutsche begraben findet das Team die Quelle des Anomaliesignals. Eine einsame außerirdische Leiche. Forscher, Soldat oder Prospektor ist unklar, aber es ist schon sehr lange her. Scheint irgendwie Jahrhunderte hinter Starcom zu liegen, aber es gibt kleine Neuerungen. Schade. Das war jetzt irgendwie nicht so worth. Wir gehen erst zu dem grünen Planeten hier und dann... Ach, ich schon wieder. Wir hinter uns. Mehrere tausend Hektar dieses Planeten sind von einer großen Metropole bedeckt. Während der Messung Energie und Bewegung zeigen, gibt es keine Lebenszeichen. Stellen Sie fest, dass es mit autonomen Baumaschinen. Lassen Sie das Team die neuen Gebäude erkunden. Die Bilder, die das Vermessungsteam zurücksendet, erinnern an die Kabinen von Luxuskreuzern. Gut ausgestattet, aber generisch und seelenlos. Viele der älteren Gebäude zeigen keine Anzeichen von Besetzung, außer diejenigen, die im Zusammenbruch am nächsten sind. Voll mit Müll und verschiedene Abfälle. Einige hundert Meter über der Stadt, wo die Luft am klarer ist, fangen sie an, wie Piep-Überreste von Fetzen und Dokumenten zu finden. Okay, Research Points. Über Jahrhunderte oder möglicherweise länger lebte der große Teil der Bevölkerung des Planeten in diesen großen Städten. Alles wurde von Maschinen erledigt, die von die Progens erstellt wurden. Irgendwann hörten einige Maschinen auf zu arbeiten. Zuerst die Klonbanken, wodurch die Bevölkerung zurückging. Dann die atmosphärische Reiniger. Nächste Sanitärabfall, alles klar. Unter den Trümmern findet das Team einige technische Artefakte. Oh, das Team schafft es, eine bescheidene Menge an Ressourcen zu extrahieren, bevor die Maschinen angreifen. Drei Titanen ist nicht gerade viel, ne? Wenn wir jetzt erstmal noch das Ding hier angreifen. Destroyer. Okay. Piu, 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 piu.
So, leider nichts zu holen. Okay, dann werden wir jetzt nochmal hier durchgehen. Ah, ich muss eigentlich zurück zur Base. Wir haben auch ziemlich wenig Energie. Oh. Geht auf jeden Fall nicht in die Base. Und hier sind auch ein paar Gegner. Oh, es geht gleich los hier. Oh, ich muss mal das Ding ausschalten. Nein, 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 nein. Will doch nicht rein. Das ist auf jeden Fall noch was, was wir einsammeln können. Oh Gott, wir haben keine Energie mehr. Lass ja mal kurz ein bisschen fliegen. Ich will hier nicht reingezogen werden. So, jetzt müssen wir. Oh. Kurz ein bisschen chillen. Dinger streuen auch ganz schön doll, ey. Hier leider nichts zu holen. Und ganz kurz das System hier angucken. Ziemlich viele Planeten, aber kein Sprungtor. Ich brauche irgendwo hier so ein Nexus-Tor. Na komm, wenn wir schon mal hier sind. Dann wird es jetzt eben eine kleine, längere Runde hier. So, Diener der gefallenen Götter. Sorgfältige Durchsuchung der Ruinen zeigt, dass die verborgene Route durch die Segeln von Typhon nach Westen errichtet wurde. Okay. Versuchen Sie, mehr von diesen Tempeln zu finden. Okay. Schon wieder ein Gegner. Eine Anomalie. Das Ding haben wir. Wo willst du denn hin? Nice. Okay, die sind echt noch relativ easy zu besiegen. Ich guck mal kurz ein bisschen näher an die Sonne ran. Manchmal findet man ja da irgendwelche. Gucken wir uns jetzt noch den Planeten hier an. Wieder eine Anomalie. In der Nähe des beeindruckenden Gipfels dieser Welt findet das Team die Quelle der Anomalie. Vorkommen an Titan. Okay, weiter. Oben ist noch ein Planet. Lass mal da noch schnell hin. Dauert halt ein bisschen. Aber ich hoffe mal, ich finde da irgendwo so einen Nexus, dass ich zu meiner Homebase hinkomme. Ansonsten wird das eine ziemlich lange Runde. Ich habe zum Glück noch einen Ticken Zeit. Lichtwellensignal. Okay. Aber das Nachrichtenformat so gut wie möglich wiederhergestellt entspricht eindeutig dem Starcorn-Standard, ist jedoch größtenteils nicht wiederherstellbar. Oh. Raumschädel. Wir haben einen großen verständerten Schädel gefunden. Cool.
So, wir fliegen mal hier dem Planeten entgegen. Sieht auch wie so ein kleines System nur aus. Eine Sonne und ein Planet. Oh. Ja, dafür haben wir diesen Schädel gefunden. Ist auch gut. Ah, unsere Energie. Wir müssen auf jeden Fall dann mal ein bisschen Forschung für Energie machen. Würde schon reichen, wenn die sich schneller auflädt. So, hier mal schneller wieder. Glück. Das war jetzt auch ein bisschen schade gewesen, wenn hier nichts wäre. In einer unpassenden Mischung aus High- und Low-Tech setzt ein dreieckiges Objekt aus seltenen Metallen auf einen unbenutzten Steinpfosten. Ein hellblaues Lichtschein von ausgehen, aber tatsächlich die Quelle ist schwer lokalisierbar. Ein schneller Scan zeigt, dass es aus Adamantin und Titan besteht. Und vorab mit unserer Technik nehmen Sie es für Materialanalyse auseinander. Ah, sobald das Objekt berührt, ertönt ein Knistern und ein Lichtblitz. Oh Gott. Nachrichtenfragment. Alt, es gibt mir Kopfschmerzen und erklären jemand für den Misserfolg. Die Wahl wählt der Letzteren. Also wurde verrückt, von vorne anfangen, ist wohl die Idee, bla bla bla. Was doch zerlegen soll, ne? Scheiße. Manchmal sind dann auch Sachen noch hier mit drin, die man dann später noch Okay, da müssen wir jetzt wirklich zurück. Nochmal hier oben gucken. Ja, ich springe jetzt noch einmal hier durch, in der Hoffnung, dass wir da irgend so ein Nexus-Ding kriegen. Ansonsten müssen wir wirklich erstmal zurück. Ansonsten wird das hier zu lang. Ja, wir fliegen ja erstmal in die richtige Richtung. Ja. Wie gesagt, man kann später noch schneller werden, dass man dann hier von A nach B auch ein bisschen zackiger fliegen kann. Aber wir sind ja jetzt hier noch mitten am Anfang. Kann nachher auch hier können wir 5 Antriebe haben. Da sind wir natürlich auch fast doppelt so schnell. Jetzt müssen wir erstmal hier ausmachen. Los geht's. Die Energie, ey. Aber wir müssten eigentlich schon ziemlich viele Forschungspunkte haben. Aber wir brauchen jetzt echt erstmal so einen Nexus. Keine Energie. So, ich würde sagen, wir warten kurz. Wir haben nur noch 8 Crewmitglieder, ey. Jetzt würde ich natürlich auch schneller aufladen, hätten wir ein bisschen mehr. So, wir gucken jetzt hier einmal noch hier lang. Nicht wirklich viel. Hier ist noch ein Planeten.
Eine Anomalie. Und was haben wir hier? Oh, da ist noch einer. Oh, wir haben ein Asteroidenfeld. Da kann man hier auch Teile finden. Oh, da haben wir so einen Nexus. Nice. Okay, dann gehen wir jetzt aber erstmal kurz zu den Planeten hier noch hin. Echt schade, dass wir hier nichts finden. Toll. So, volle Pulle. Das große Höhe könnte das Vermessungsteam sehen, was diese Struktur war. Eine Zitadelle. Die aus kaputten Schiffsrumpfen gebaut wurde. Bei der großen Geschütze trainierten auf dem Lander, als sie einige Kilometer entfernt landen. Eine Gegensprechanlage durch eine eingebaute Trümmer. Was? Türstürmer, wenn das Team nähert, heißt es übersetzt willkommen in Intags Zitadelle. Passwort. Dies? Truston Nummer 1? Sesam, öffne dich. Okay, wir brauchen hier erst ein Passwort. Okay. Das müsste jetzt hier aber gespeichert sein, ja. Okay. Was ist das? Kurz gucken. Vielleicht sind das nochmal andere. Autonomous Station. Diese Gegenstelle verfügt über eine komplexe Anordnung von Funkantennen. Der Teamingenieur vermutet, dass damit die Bewegung entfernter Schiffe oder Drohnen koordiniert werden. Können wir ein Beispiel für das finden? Okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier aber erstmal zurück. Wo müssen wir hin? Hier. Hier ist der Nexus-Ding. So, dann zurück zu unserer Station. Ich glaube, die müsste hier sein, ne? So, wir haben gleich mehrere Sachen hier. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier erstmal einen Cut rein. Und in der nächsten Folge gucken wir uns an, was die hier zu sagen haben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Immer schön den Like-Button betätigen oder ein Abo dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Starcom Nexus. Viel Spaß dabei. Bis dann. Bye, bye.